Ja, so sieht ein Morgen aus bei mir und das sehen wir, wenn wir aufstehen. Also erstmal gehen wir zusammen ins Bad, putzen uns die Zähne. Es wird irgendwie in diesem kleinen Badezimmer irgendwie alles zusammen gemacht. Wir haben irgendwie Spaß daran. Seitdem wir uns kennen, wollten wir das schon immer irgendwie haben. Wir starten den Tag zusammen, wir sind tagsüber den ganzen Tag zusammen und ja, dann irgendwann abends sind wir auch wieder zusammen und gucken uns dann einen Film an oder wir trinken dann Chai. Also wir genießen schon unsere Zeit ordentlich. Wir sind schon extrem verrückt. Ich habe schon immer wieder so den Satz gehört von anderen Leuten, dass sich Paare nach einer Zeit auf die Nerven gehen. Das habe ich bis jetzt bei mir noch nicht feststellen können. Ich kann einfach nicht genug von dieser Frau kriegen und ich genieße auf jeden Fall jeden Moment mit ihr. Wir werden keine 500 Jahre auf dieser Welt leben und jeden Moment, den ich mit ihr verbringen kann und wo ich Spaß habe, dann tue ich das auch dementsprechend. Asima und ich, wir haben uns am Anfang der Beziehung, das war ja am 1.12.2009, seitdem sind wir ja zusammen und wir haben die ganze Zeit eigentlich immer uns gegenseitig Briefe geschrieben, wir haben Fotos gemacht, danach haben wir die über so Fotoprogramm haben wir die bearbeitet mit Ich liebe dich und dann auf allen Sprachen irgendwie, dann auf Albanisch, dann auf Bosnisch, dann auf Englisch. Wir haben die Bilder dann so zusammengestellt und wir haben auf jeden Fall wirklich uns gegenseitig gezeigt, dass wir uns sehr, sehr gern haben. Also wir haben das wirklich in allen Möglichkeiten und in jeder Art und Weise, wie man sich die Liebe beweist, haben wir das auf jeden Fall gemacht. Wir haben sogar bis heute noch so eine kleine Box und da bewahren wir uns alle Fotos, Liebesbriefe, wir haben extrem viele Liebesbriefe geschrieben. Wir haben uns, glaube ich, so wöchentlich immer einen Liebesbrief geschrieben. Asima hat immer dazu geneigt, immer Muscheln zu kaufen. In diesen Shops wie 1-Euro-Shop bei Teddy und da gibt es ja dieses Nanunana. Und sie hat sich dann immer irgendwie so Plüschtiere gekauft mit I love you oder irgendwie Muscheln oder irgendwas, was mit Liebe zu tun hat. Und hat sie dann auf dem Liebesbrief draufgeklebt. Und das hat sie dann. Auf dem Pappkarton hat sie es auch nochmal raufgeklebt, nur damit das dann nicht abfällt oder abreißt. Hat sie dann alles eingerollt oder schön zusammengepackt. Da hat sie ja wirklich mehrere Methoden gehabt. Und das hat sie dann mit zur Schule gebracht und meinte, hey Schatz, schau mal, ich habe einen Liebesbrief für dich oder ich habe ein Geschenk für dich. Und so ging das dann. Sie hat mich mit Liebesbriefen beschenkt, ich habe sie mit Liebesbriefen beschenkt. Und jetzt sind so viele Jahre vergangen und ich dachte mir einfach, komm, es wird einfach mal Zeit, dass man wieder so ein kitschigen Liebesbrief schreibt und aus einem Liebesbrief wurde dann doch irgendwie ein Gedicht. Und das hatte ich bisher auch noch nie gemacht. Also ich habe Songs für Asima geschrieben, ich habe Liebesbriefe für sie geschrieben, ich habe Fotos für uns beide zusammengestellt, ich habe Schneekugeln für uns beide machen lassen, aber ein Gedicht hatte ich bisher noch nicht gemacht. Und dann hatte ich tatsächlich mich hingesetzt, wo sie mit den Kindern beschäftigt war und habe ein Gedicht geschrieben. Sieht cool aus, wa? Da kam Tropfen an. Ja. Und? Gefällt sie hier oben? Ich war hier noch nie, ne? Ja, das haben die hier neu gemacht. Deswegen habe ich dich extra hierher gebracht. Boah, Eieiei, Baby. Richtest du meine Kette? Ja, du hast eine richtig schicke Kette. Das habe ich mir gekauft. Schick, wa? Siehst voll schön aus. Meine Friesen. Siehst voll schick aus. Danke, du auch. Mir gefällt die Jacke. Ja, die ist auch schön warm. Kannst du die ausleihen? Ja, kann ich machen. Schick. Oh, ich hatte sie. Ich dachte, ich bringe dich mal an einen Ort, wo man ganz Berlin sieht. Und da hinten wohnen wir. Oder nee, warte, wo waren das? Na doch, da. Da hinten wohnen Da wir. ich war. Ja, hast ein gutes Auge. Kannst mal sehen. Ja. Ich weiß ja, dass du so auf kitschige Sachen stehst. Naja. Ja, du stehst auf kitschige Sachen. Ich glaube, die Zeit war mal. Ja, Nein, nein, du stehst schon auf kitschige Sachen. Und ich habe dir ein bisschen was vorbereitet. Das habe ich schon seit Jahren nicht mehr gemacht. Guck mal, wir haben jetzt 2018, boah. 2009, 2010. Nee, 2010. Ja, 2010 war das, habe ich das letzte Mal was geschrieben. Ich habe mich Schon eine letztens. Weile Ich her, wa? hab mich das letztens wirklich nochmal getraut und habe Au. was aufgeschrieben.
Aha. Für dich. Kann ich dir das vorlesen? Ja. Aber wenn es nicht zu kitschig ist, sonst... Wenn es nicht zu kitschig ist? Hat extra was aufgeschrieben, hallo? Ich bin mal gespannt. Ich hab noch Haare von dir überall. Ich muss aber noch mit. Oh. Ja, ja, richtig, richtig, richtig auf Papier. Bist du bereit? Ja. Ich bin bereit. Das kam wirklich aus dem Herzen. Ja? Also, pass auf. Du bist alles für mich, Baby. Meine Kinder könnten keine bessere Mutter haben als dich. Wenn ich mir vorstelle, wie meine Traumfrau aussehen müsste, dann denke ich immer wieder nur an dich. Du bist meine bildhübsche Prinzessin aus Srebrenica und ich dein wundervoller Prinz aus Kacanik. Zusammen sind wir das perfekte Balkan-Pärchen, welches keiner auseinanderbringt. Zuvor lernte ich noch nie eine Frau wie dich kennen. Du bist voller Liebe und für mich der hellste Stern. Mit dir möchte ich alt werden und meine Kinder wachsen sehen. Ich liebe dich vom ganzen Herzen. Du bist und bleibst so wunderschön. Oh, du bist aber süß. Ich liebe dich auch. Aber weißt du, was du ausgelassen hast? Was? Srebrenica Kuhstall. Das hast du wenigstens ausgelassen. Srebrenica Kuhstall. Nein, du bist ja nicht im Dorf. Ich dachte immer früher, du bist zwischen den Kühen und Ziegen auf die Welt gekommen. Das ist für dich. Das. Oh Mann, Baby. Das war aber voll süß. Ich hab schon lange so eine. Also, ich hab schon. Ein richtiger Poet sein. Ich hab schon lange keinen kitschigen Shit mehr geschrieben. Kitschigen Shit? Ich hab mich letztens extra hingesetzt und hab mir gedacht, ich schreibe einfach mal ein Gedicht auf, weil ich das vor lange schon nicht mehr gemacht hatte, weißt du? Und ich weiß ja, du magst ja so einen kitschigen Scheiß so. Für mich ist es ja immer so schön, wenn ich Lieder für dich schreibe, weißt du? Guck mal deine Hand. Also ich finde, wir sind ja älter geworden so. Ja, wir sind älter geworden. War süß, aber ich weiß, also ich glaube, ich fand damals fand ich irgendwie das noch viel krasser, wo wir noch voll jung waren, so, ne? Also voll kitschig. Also hatte ich das mal gar nicht gejuckt. Doch schon. Aber das ist mein Lippenstift dran. Guck mal, ich weiß, das ist nicht mehr so wie früher, weil wir sind jetzt auch ein bisschen älter geworden. Wir sind jetzt Mom and Dad. Aber alt. Wir sind nicht alt, Mann. Hallo? Aber wir haben halt trotzdem noch so, sag ich mal, die Möglichkeiten, die Beziehung, ja, sag ich mal, so ein bisschen immer wieder daran zu erinnern, wie es früher war, weißt du? Das stimmt wohl. Und wenn wir das nicht machen, wenn ich das nicht für dich mache, für wen sonst? Weißt du, für mich ist es, wie gesagt, einfacher, Songs zu schreiben. Und ich liebe es, Songs für dich zu schreiben. Hm. Und Gedichte sind halt jetzt nicht so mein Fach, so. Aber ist ja trotzdem gut gelungen. Aber ich kann es irgendwie machen, ich schaffe das schon immer irgendwie. Irgendwie schaffe ich das schon. Ja, bei mir klingt das immer voll doof. Wenn du das schreibst? Ja. Du hast mir noch nie ein Gedicht geschrieben. Du hast mir immer ich kann auch keine Gedichte schreiben. Du hast mir Liebesbriefe geschrieben. Da stand immer so drin, mein Schatz, du bist für mich mein Ein und Alles. Ich weiß, jetzt kommt's. Ich weiß, wir hatten in der Vergangenheit, so als wäre die Vergangenheit 10, 15 Jahre. Ist das schon? Pass auf, nee, damals. Wir waren damals 3 Monate zusammen. Ich weiß, wir hatten in der Vergangenheit voll viel Stress, aber das wird sich ändern. Habe ich da so geschrieben? Hallo, wir haben doch diese Box, da sind doch die ganzen Briefe drin. Mein Gott. Alles, was du geschrieben hast, ist drin. Voll, ich habe mir das damals, wir waren das vor ein paar Wochen, habe ich mir das auch mal so durchgelesen, wie das aussah. Voll, was wir da geschrieben haben, boah. Du hast doch immer so, du bist doch, okay. Hör zu, du bist auch immer zu solchen Shops gegangen, wo du so Muscheln und so gekauft hast. Ja. Und hast du die Muscheln dann immer so raufgeklebt. Ja, kannst du dich noch erinnern? Ja, natürlich, wir haben die doch immer noch. Ich weiß. Ja. Das war eine Zeit. Das war eine Zeit, ja. Das war eine Zeit. Das war eine richtig geile Zeit. Mhm. Und deswegen wünsche ich mir, dass wir das irgendwie fortführen können. Ja. Ich habe mich letztens richtig hingesetzt. So beim Schreiben kam ich mir so richtig komisch vor. Ich kam mir schon wieder so vor, so wie 15. Ja, ich kam mir so vor wie 15. Ich denke mir so, ey, ich schreibe jetzt hier gerade so ein Gedicht. Was war süß. Das behältst du bitte und machst in die Box rein. Ich rahm das ein. Man merkt aber an einem Punkt, dass ich älter geworden bin. Keine Malereien, kein Bleistift, kein Herz, gar ja, nichts. Ja, hast du immer A und B und sonst. Gefällt's dir? Ja. Wirklich jetzt? Ja. Ich bin sogar noch selbst geschrieben, also nichts mit Rumgetippe und so. Ja. Mhm. Gedichte schreiben tut man immer per Hand. Oh. Oldschool. Ich hab doch gesagt, ich will, dass es so wirkt wie damals. Das war schön. Pack ich mich schön ein.
Kann ich dir dann immer zeigen. Für meine Prinzessin mache ich doch alles. Soll ich hier runterspringen für dich? Ja. Soll ich hier runterspringen? Geh auf die Knie. Einen Scheißdreck mache ich, Alter. Du hast meine Haare kaputt. Die Haare kannst du immer wieder machen. Wenn ich einmal weg bin, bin ich weg. Ja. Genau, schiebst dir da rein. In meine Jacke. Ich habe jetzt deine Haare richtig wuschig gemacht. Ja. Dann siehst du aus wie... Keine Ahnung. Wie Mr. Bean. Wollen wir ein bisschen zum Wasser gehen? Oh ja. Ja? Ja. Laufen wir? Wir laufen, ja. Okay. Natürlich laufen wir. Was denkst du denn? Ich dachte, wir fahren. Nein, ganz bestimmt nicht, wir laufen. Angekommen, um zu bleiben, Bro. Storymaker wie Pinocchio. Ich bin angekommen, hey. Ich bin angekommen, wow, wow, wow. Motherfucker und ein Gangbanger. Ich bin ein Trendleger. Und laufe durch die Hut, als wäre ich ein Gangster. Ich laufe durch Berlin, als würde mich jetzt jeder kennen. In meiner Hose ist für jeden ein Geschenk. Ich bin nice, ich bin reich, ich bin wunderschön. Einen schönen Tag noch, auf Wiedersehen. Meine Nightjogger sind aus den 80er. Und wenn ich drauf bin, komme ich gar nicht klar. Ich bin ein Playboy, Bro, was geht dir ab? Hol mein Geld, zack, 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 zack. Ich finde, in einer Beziehung darf es nichts geben, wo man sich schämt. Also ich finde, wenn man in eine Beziehung geht mit einem Menschen, sollte es auch keine Tabuthemen geben. Es sollte nichts geben, wo man sagt, oh, wenn ich jetzt mit ihr da und da rüber rede, dann könnte es sein, dass sie das falsch aufnimmt oder dann hat sie ein falsches Bild von mir oder. Auf so eine Beziehung habe ich keinen Bock. Wenn meine Beziehung so gewesen wäre, dass ich über gewisse Sachen nicht reden kann, dann wäre ich gar nicht in diese Beziehung eingegangen. Also ich habe das schon getestet am Anfang schon, kann ich mit Asima über alles reden, ja oder nein? Und das kam dann eben raus, dass sie auf jeden Fall diesbezüglich auf jeden Fall sehr offen ist. Also es gibt bisher, ich kann jetzt nur sagen bisher, kein Thema, was ich mit ihr nicht besprechen konnte. Und das ist es eben. Das macht auch eine Beziehung aus, dass es keine Tabuthemen gibt. Man sollte alles, und wenn ich sage alles, dann meine ich auch alles, mit der Partnerin sprechen können. Auf jeden Fall. Ich brauche irgendwie über die nächsten Jahre eine Steigerung, auch wenn es nur die Location ist. Also Deutschland ist ein wunderschönes Land und ich bin sehr dankbar, hier zu sein und auch hier zu leben. Wie wäre es dann, wenn man irgendwo hinzieht, wo es wärmer ist? Wir haben leider in Deutschland kein schönes Wetter. Es gibt hier sehr viele Dinge, die sehr, sehr teuer sind. Und das Leben hier ist halt nicht günstig. Ne? Und besonders, wenn man sich irgendwann dann selbstständig macht, zahlt man eben auch alles. In Albanien hat man regelmäßig Sonne, in Albanien hat man gutes Wetter. Und ich habe mir einfach überlegt, so eventuell könnte es ja sein, dass ich eines Tages vielleicht nach Albanien ziehe mit der ganzen Familie. Warum ja nicht? Und um diesen Schritt überhaupt zu wagen, habe ich mir gesagt, ich möchte erstmal in diese Länder hinreisen. Ich möchte mir das mehrmals angucken. Ich möchte mich informieren, wie das Leben dort so ist. Aus diesem Grund habe ich mir dann vorgenommen, auch demnächst öfter nach Albanien zu fahren, um einfach mal zu gucken, wie das da so abläuft, was die Kosten so sind, wenn man sich ein Haus am Strand baut. Das muss ja nicht direkt am Strand sein, aber eben in der Nähe. Und ja, neben dem Umzug habe ich natürlich auch darüber nachgedacht, auch mal nach Amerika zu fliegen. Amerika ist, ja, ich glaube mal so von jedem fast so ein Traum, mal nach Amerika zu fliegen, um einfach mal zu gucken, wie das Feeling so ist. Man kennt ja Amerika aus dem Fernsehen, man kennt Amerika von Fotos, von Postings, von Filmen. Und Amerika aber selber mal zu betreten, Amerika selber mal zu riechen, einfach mal Amerika einfach mal so zu fühlen, wie das da so ist, das hatte ich ja bisher noch nicht. Ich möchte einfach wissen, wie ist es denn in New York? Wie ist es denn in Queens? Wie ist es denn in Kalifornien? So, das sind so Sachen, da sage ich mir, ich habe Bock drauf. So, ich möchte Las Vegas auch mal sehen. Das sind so Sachen, es gibt noch darüber hinaus viel mehr in Amerika zu erkunden als nur dieses. Aber ich möchte einfach mal dahin. Und die einzige Person, mit der ich auf jeden Fall nach Amerika möchte, ist Asima.
Sima ist ein Mensch, mit ihr würde ich sogar zum Mond fliegen. So, ich liebe diese Frau, ich habe sie sehr, sehr gern. Ich genieße jeden Moment mit ihr. Da gibt es für mich auch keinen anderen Menschen, wo ich sagen würde, ich würde lieber mit dieser Person nach Amerika fahren als ihr. Gehen wir es jetzt richtig an? Mhm. Machen wir jetzt alles zusammen? Ja, würde ich sagen, oder? Was sagst du? Würde ich sagen, klingt so, als wärst du nicht so ganz safe mit mir. Nee, na klar. Nee, aber ich meine... Na, wieso sagst du denn dann so... Gibst mir so ein bisschen das Gefühl, so... Nein, ich meine, würde ich sagen, dass wir es zusammen machen. Baby, wir sind jetzt... machen wir nichts. Baby, wir sind jetzt Mom and Dad, ja? Wir müssen jetzt ein bisschen gucken, dass wir hier die ganze Sache für die Zukunft auch richtig planen. Na, deine Pläne sind auch meine Pläne. Also mein Plan ist auf jeden Fall, dass wir auf jeden Fall noch Kinder machen. Also ich... Noch mehr? Also guck mal, wir haben ja zwei Töchter. Es wäre schön, wenn wir noch zwei Söhne hätten. Weißt du, was ich meine? Ja, also, und was, wenn es nicht klappt? Tja. Da wie, wenn es nicht bisschen klappt? Anstrengend, mein Schatz. Was heißt denn hier anstrengend? Das wird schon. Meinst du? Ja, ja. Das wird schon. Also auf jeden vielleicht Fall... Vielleicht muss ich dich ja mal ein bisschen mehr gerne haben. Und dann klappt es vielleicht. Ja. Oder? Weiß nicht, also das zum Beispiel so. Und dann habe ich mir auch überlegt, ob wir vielleicht nochmal irgendwie, wenn es dann irgendwann passt, ob wir vielleicht einfach nochmal nach Amerika fahren oder so. Wäre Amerika was für dich? Fahren? Nur fliegen, fahren? Also fliegen. Na, mein ich oder ja, ich mit dem Schiff fahre ich da nicht hin. Nee, voll geil. Hättest du Bock drauf? Ja. Hm? Alleine? Nein, also... Wenn dann schon mit Kindern, aber so das erste Mal würde ich erstmal selber rüberfahren, um zu gucken, wo sie die Hotspots sind, wo man auch gehen kann. Amerika ist ja nicht nur schön. Oh, ich weiß. Aber wir können da hinziehen. Ja, das ist vielleicht ein bisschen zu übertrieben, aber Plan auf jeden Fall für die Zukunft, auf jeden Fall mal hinzufahren. Hm. Also hinfliegen, fahren ist ein bisschen, also ein Schiff ja, ohne Sinn, aber auf jeden Fall mal hingehen und gucken, mal, wie es so ist. Hast du Bock drauf? Ja. Also Amerika ist auf jeden Fall so ein Ding, so eine Station, da möchte ich auf jeden Fall hin. Okay. Ja, voll geil. Das wäre auf jeden Fall so eine Sache, die würde ich so gerne mit dir mal machen. Ja. Aber lass uns auf jeden Fall erstmal irgendwo hingehen, wo es schön warm ist jetzt. Albanien ist warm. Ja. Albanien ist Saranda, Vlora. Sehr, sehr schön. Ja. Also das sind so Sachen, darauf hätte ich auf jeden Fall richtig Bock. Und weißt du, da habe ich mir noch überlegt, habe ich mir auf jeden Fall noch überlegt, dass wenn zum Beispiel ich geschäftlich irgendwann so gestellt bin, dass ich aus Deutschland weg kann, habe ich mir sogar überlegt, vielleicht so ein Haus am Strand in Albanien. Wäre das was für dich? Schön warm. Aber wäre das was für dich? Ja. Ja? Ob's, ja, Mann. Also ich hänge, ehrlich gesagt, hänge ich auch gar nicht mehr so. In Deutschland, damals, für Berlin meinst du? Ja, weil damals, wo wir noch jünger waren und so, hat man schon echt irgendwie dran gehangen, wo man noch nicht so, weißt du, mit Arbeit so viel zu tun hatte und so, weißt du. Aber jetzt ist mir das eigentlich voll egal, weil der wohnt da, der... Ja, jeder guckt jetzt auf seinen eigenen Arsch, deswegen, ne? Deswegen, warum soll ich auch andere gucken, so, weißt du, was ich meine? Guck mal, ich habe auf jeden Fall mir gedacht, also auf Dauer, so, guck mal, wir haben jetzt schon unser halbes Leben hier verbracht. Hier gibt's einfach kein Wetter, Mann. Hier gibt's, es ist so, keine Ahnung, die Vibes hier sind immer so ein bisschen negativ belastet, so. Und als ich in Albanien war, auch als Kind, dann da hatten wir immer so ein bisschen mehr gehabt davon, von allem. Ja, einfach ja. So die Vibes waren besser, Sonne war genug da. Also, musst du niesen? Ja, komm, komm, leg los. Nein. Ja, ich glaube auch für Alina ist auch ganz gut. Ja, sie hat mit ihren Augen, ich habe mit meiner Haut, das würde übelst geil passen. Ja. Weißt du, ja, also steck deine Hände in die Tasche, ist kalt. Also ich hab's. Hättest du Bock, das zu machen, ja? Ja. Am besten jetzt sofort. Nein. Ich muss erstmal selbstständig werden. Ich weiß. Ich muss erstmal gucken, dass ich erstmal mein Business auf die Reihe kriege, so wie ich mir das vorgestellt habe, weißt du? Ja, das kriegen wir auch noch irgendwie. Wird schon. Da siehst du, die Sonne geht auf. Das wäre mega. Ja, wenn die Sonne aufgeht, das ist ein Zeichen für. Oder? Es ist gut. Ja. Nee, das kriegen wir hin. Aber könntest du dir vorstellen, in so Ländern wie Albanien zu leben? Ja. Ist halt was komplett anderes, ne? Aber das wäre doch Hammer, oder? Also halten wir fest, Kinder, Amerika und eventuell irgendwann an die Sonne ziehen. Ja. Und das ist so das, worauf ich richtig Bock hätte. Hammer? Ein Kuss. Ja. Der ist schön. Nochmal, komm. Okay. Krieg ich noch einen auf den Mund?
Nein, muss man sich verdienen. Ich habe mir das auf mir das auf jegliche Art verdient. Wie denn? Ist ja immer. Okay. Ausnahmsweise. Komm mal, nerv mal nicht. Was redest du? Ich habe ihr so ein bisschen was von meinen Plänen erzählt. Und da ist ja noch so ein bisschen Familienplanung. Ne? Ich habe mir auch so ein bisschen überlegt, wie viele Kinder möchte ich denn eigentlich in diesem Leben haben, damit ich wirklich glücklich bin. Und da ist mir halt so die Zahl 4 im Kopf geblieben, weil ich zum Beispiel, ich hatte bisher nur einen Bruder und eine Schwester. Und meine Schwester war dann mal mit mir, mal mit meinem Bruder, aber so richtig wusste sie nicht wohin. Und ich habe ja 2 Töchter und wenn Gott möchte, hätte ich auf jeden Fall noch gerne 2 Söhne. Und wenn ich dann 2 Töchter, 2 Söhne habe, dann bin ich eigentlich fertig mit der Familienplanung. Und dann würde ich eigentlich darüber hinaus auch nicht mehr weiterdenken, Kinder zu machen. So, und bis jetzt ist es ja so, ich habe ja nur 2 Töchter. Und da ist halt die Familienplanung noch so offen. Ne? Und ich wollte einfach mal Asima fragen, wie sie darüber so denkt. Und habe sie einfach mal dann darauf angesprochen. Asima ist halt crazy, ne? Asima haut dann einfach raus, ja, können wir gerne machen und ja, warum nicht? Und ja, hier, einmal hat sie auch noch zu mir gesagt, wir können auch gerne eine ganze Fußballmannschaft machen. Man muss ja dazu sagen, man kann ja nicht mit jedem Kindern machen. Also ich würde mich auch nicht in jeder Frau verewigen so. Und ich fand das schon ganz gut. Also war schon auf jeden Fall eine Ansage, dass sie gesagt hat, ja, sie ist bereit dafür, sie ist offen. Fand ich schon richtig, richtig gut. Ich habe mir in meinem Leben schon öfter mal Gedanken gemacht, woran man eigentlich erkennt, dass es die richtige Frau fürs Leben ist. Ich habe mir schon öfter mal so die Frage gestellt, woher weiß ich denn, wo meine Seelenverwandte ist? Denn sowas wie Sternzeichen und so, wenn man jetzt googelt, ja, das Sternzeichen und das Sternzeichen hat die und die Eigenschaft, das mag ja alles sein, aber das ist mir alles noch so ein bisschen zu schwammig so. Es ist nichts Ganzes, nichts Halbes so. Und ich habe dann so ein bisschen recherchiert, was denn so alte Menschen sagen, wenn sie in einer Beziehung sind, mit der sie schon lange auch zusammen schon gelebt haben. Und die meisten haben eben auch gesagt, dass wenn man sich vorstellen kann, mit einer Person alt zu werden, dann ist das die richtige Person. Und man hat ja überall mal so Frauen gesehen, Frauen kennengelernt. Man lernt ja jeden Tag neue Menschen kennen so. Und mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass es Menschen natürlich gibt, die sind lustig, die sind angenehm, aber in einer Beziehung mit denen, wo man sich dann eben vorstellt, auch Kinder zu machen, da kommt nicht jeder in Frage so. Und ich bin jetzt lang genug mit Asima zusammen und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, auch mit dieser Frau alt zu werden. So. Also ich kenne auch keinen anderen Menschen, den ich so viel anvertraut habe in meinem ganzen Leben. Es gibt keinen Mensch, der mehr von mir weiß als sie. Ja, ich werde es jetzt einfach mal riskieren. Ne? Geheiratet habe ich ja schon, 2 Kinder habe ich ja schon mit ihr. Ich denke einfach, wenn Probleme kommen, dann kommen sie eben. Und dann muss man halt gucken, dass man irgendwie diese Probleme von der Welt schafft. Also das ganze Leben besteht aus Problemen. So, wenn man nicht arbeiten geht, hat man kein Geld. Wenn man krank ist oder sich schlecht ernährt beispielsweise, Ernährung ist ja auch so ein Thema, dann wird man eben auf Dauer irgendwann krank. Also man, das ganze Leben besteht aus Problemen. So. Und ich habe mir einfach gesagt, ich riskiere das jetzt. Ich bin auch ein Mensch, ich bleibe gerne in einer Beziehung, auch lange. Ne? Dieses, ich bleibe ein Jahr mit einer Frau zusammen und nach einem Jahr wird sie mir langweilig, dann nehme ich eine andere. Das ist nicht so mein Film. Ja? Mein Film, also wenn Frauen, die man sich oft austauscht, dann sind es meistens auch Frauen, mit denen man es nicht ernst meint. Und eine Frau, mit der man lange zusammenbleibt, da gibt es Gründe, warum man mit einer Frau lange zusammenbleibt. Und diese Gründe habe ich bei mir selber herausgefunden. Dass erstens, dass ich mir vorstellen kann, dass ich mit dieser Frau alt werde. Zweitens, dass diese Frau sehr liebevoll ist, sich zwar trotzdem durchsetzen kann, ja, also ja und Amen zu allem und jedem sagen, was ich sage, mag ich auch nicht. Also ich erwarte schon, dass die Frau selber sagen kann, das mag ich, das möchte ich nicht. Wollen wir das kaufen? Nee, ich möchte das kaufen. Also sie muss schon selber entscheiden können. So. Das muss trotzdem eine Frau sein und kein Küken. Das ist Asima. Asima weiß auf jeden Fall, was sie will. Sie ist sehr liebevoll. Sie geht sehr, sehr schön mit meinen Kindern um.
sie liebt meine Kinder, sie, also unsere Kinder, ja, ich sag schon die ganze Zeit meine Kinder, sie liebt unsere Kinder, sie geht sehr fürsorglich mit meinen Kindern um, schon wieder mit meinen Kindern, mit unseren Kindern. So, ich bin schon balla in der Birne. Und das ist das, was ich mag und was ich auch an dieser Frau liebe. Sie kann einfach mit unseren Kindern liebevoll umgehen. Meine Kinder können von ihr auf jeden Fall was lernen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich mit ihr diese Kinder gemacht habe, denn die Kinder waren praktisch so das, was aus unserer Liebe entstanden ist. Es werden hundertprozentig noch sehr viele Probleme auf uns kommen, aber ich denke einfach, es wird irgendwie alles kommen, wie es kommt, und wenn Probleme kommen müssen, war die dann eben auch böse und so. Was anderes weiß ich jetzt auch nicht, was ich mir das so sagen soll. Eine Sache habe ich auf jeden Fall gelernt: Wenn man sagt, du hast mich so kennengelernt und akzeptiere mich bitte so, wie ich bin. Ich bin für diesen Satz, aber ich bin in einigen Punkten auch gegen diesen Satz. Wenn man genau so bleibt, wie man ist, und in eine Beziehung geht, dann hat sich etwas in deinem Leben geändert. Du hast Pflichten in einer Beziehung. Ja, du musst, wie wenn du einen Arbeitsvertrag unterschreibst, musst du auch etwas bringen. Ja, bei der Arbeit ist es Arbeit. In einer Beziehung musst du fürsorglich sein. Du musst für diese Beziehung kämpfen. Egal, ob das jetzt eine Beziehung, also ob es jetzt eine feste Beziehung ist oder ob es jetzt eine Beziehung zwischen zwei Freunden ist, zwei Kumpels. Man muss in einer Beziehung auch arbeiten. Man muss für sein Gegenüber da sein. Man muss gucken, dass man sein Gegenüber nicht im Stich lässt. Die Probleme deines Partners, die Probleme deines besten Freundes sind auch deine Probleme. Das ist so. Das ist so, und das muss man auch sich selber in seinem Kopf einbrennen. Und wenn das nicht so ist, dann ist es nicht die richtige Frau und dann ist es auch nicht dein richtiger Freund. Wenn dein Partner, deine Partnerin diese Sache nicht kapieren und immer noch davon überzeugt sind zu sagen, du hast mich so kennengelernt, dann akzeptiere mich bitte auch so. Ja, aber bis zu einem gewissen Punkt. Bis zu einem gewissen Punkt kann man sagen, du hast mich so kennengelernt. Also ich bin auch dafür, dass man jetzt nicht sich wegen einer Beziehung sich um 180 Grad wendet und dreht und auf einmal, ne, ein anderer Mensch wird. Weil irgendwie gab es ja etwas, warum man sich entschieden hat zu sagen, ich möchte mit dir in eine Beziehung gehen. Warum man dann die Person hinterher verändert, keine Ahnung. Hätte mich etwas an Asima gestört, wäre ich niemals mit Asima in eine Beziehung eingegangen. Niemals. Was soll ich denn mit einer Frau, die mir nicht gefällt? Ist doch eigentlich ganz logisch. Aber ich kenne sehr, sehr viele Menschen, die mit einer Frau zusammenkommen oder mit einem Typen zusammenkommen, die dann hinterher sagen, ja, du musst dich mal hier und da und da und da ändern. Aber die versuchen dann aus diesen Menschen komplett neue Menschen zu machen. Und ich finde, das ist sehr, sehr unfair. Du kannst nicht erstmal jemanden eine emotionale Bindung aufbauen und dann hinterher sagen, ey, du musst dich jetzt verändern, weil das passt mir zu mir nicht mehr. Das ist charakterschwach. Das ist extrem charakterschwach. Also wenn es eine Sache ist, wo beide was davon haben, wo beide einen Fortschritt sehen in ihrem Charakter, in ihrem Denken oder, dann ist es was anderes. Also wenn ich jetzt beispielsweise mich angucke, wie war ich früher, wie bin ich heute, dann muss ich auch sagen, ich habe mich auch extrem verändert. Extrem. Ja, ich habe von Asima zum Beispiel auch gelernt, dass man auch mit vielen Sachen einfach mal ruhiger umgehen muss. Ich war früher auch immer sehr, sehr aggressiv. Gleich, wenn irgendwas passiert ist, bin ich auch gleich explodiert. Das passiert mir zwar heute immer noch, also ich kann das jetzt nicht komplett abstellen so, aber ich bin schon ruhiger geworden. Also ich überlege jetzt ein paar Mal drüber nach, ob ich jetzt eine Sache mache oder nicht. So, also ich finde, das ist die bessere Art und Weise, mit Problemen umzugehen, als direkt mit einem Knüppel auf jemanden einzuschlagen. So. Kann man machen. Man kann sich ändern. Man kann sich auf jeden Fall ändern. Man muss sich auch ändern. Wenn du in deinem Leben klarkommen möchtest, musst du dich verändern. Das geht sonst gar nicht anders. Das ist leider so. Veränderung ist gut, wenn der Kern noch erhalten bleibt. Wenn man zu einer komplett neue Person wird, weiß ich nicht. Also wenn sich jetzt Asima beispielsweise sich um 180 Grad dreht und ändert und alles, sie, auf einmal wird sie eine ganz andere Frau, dann mag ich es zu bezweifeln, dass ich noch mit ihr zusammenbleiben möchte. Und damit meine ich jetzt nicht, ob sie jetzt blonde Haare oder schwarze Haare hat. Ich meine einfach der Typ Mensch. Und wenn sich der Typ Mensch komplett verändert,
dann bin ich auch bereit, Schluss zu machen. Also dann sage ich, okay, Babe, wir haben uns bis heute verstanden. Es war alles schön und gut. Aber irgendwie bist du nicht mehr die Frau, in die ich mich mal verliebt habe. Und um dich nicht zu stören, um mein Leben nicht kaputt zu machen, trennen wir uns. Und ich finde, das ist auch okay. Wenn das irgendwann nicht funktioniert, dann sollte man nicht zusammenbleiben. Weil erstens, deine Jahre kommen nicht zurück. Zweitens, das ist Zeit, die du verlierst. Du könntest in dieser Zeit was machen, was sinnvoller ist, als mit einem Menschen zusammenzubleiben, der dir nicht gefällt. Also Asima und ich denke mal, wir wissen schon, woran wir aneinander sind. So. Wir wissen so das Standing von dem anderen. Asima und ich arbeiten viel. Ja, wir reden auch viel. Und also ich rede ein bisschen mehr als sie, aber sie gibt auch ihren Senf dazu ab, zu den Themen, die wir so bequatschen. Wir haben uns sehr, sehr gern. Und ich wünsche mir einfach für die Zukunft, dass das auf jeden Fall auch so bleibt, dass man aufeinander aufbauen kann, dass man eines Tages ein eigenes Haus hat, dass man eventuell auch aus Deutschland auswandert, dass man sagt, okay, ich möchte einfach mein Leben eventuell in einem Land leben, wo es mehr Sonne gibt, mehr Vibes gibt, ein bisschen mehr Strand, wo die Leute nicht nur an Rente und an Steuern denken, sondern auch mal an sich selbst, ja. Und das sind halt so ein bisschen so ein paar Sachen, die ich mir auf jeden Fall wünsche für meine Zukunft. Und wichtig ist halt immer, dass man arbeitet, also dass Geld reinkommt. Wichtig ist, dass man sich liebt. Und mit lieben meine ich wahrhaftig lieben, nicht nur einfach irgendwie. Man sollte sich wirklich, wirklich, wirklich lieben. Ansonsten macht die Beziehung keinen Sinn. Und der dritte Punkt ist, den ich festgestellt habe, man sollte den anderen nicht vernachlässigen. Also man sollte auch mal miteinander ab und zu mal Liebe machen. Und nicht nur sagen, dass man sich liebt, sondern man sollte auch Liebe machen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, das sollte man nicht außer Acht lassen. Yeah.